Wir haben Ohren, Skipper? Nein, ich kann riechen, was du sagst. Ehrlich? Nein, eigentlich nicht. Ich wollte bloß was Männliches sagen. Bam! 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 Gleich erwartet uns Loot und Rum, Männer. Du meinst Rum, Skipper? Nein, ich meine Rum. Die wohlschmeckende Flüssigkeit, die noch nicht für kleine Privates gedacht ist. Schade. So, da ist unser Zielobjekt, Leute. Leise Männer. Eiskipper. Skipper, hast du nicht gesagt leise? Das war doch Rico, das Trampeltier. Ohren auf, Männer. Wir müssen 100% sicher sein, dass wir alleine sind. Da liegt einer. Sehr verdächtig, Leute, sehr verdächtig. Skipper, meine Berechnungen verraten mir, dass wir nicht allein sind. Dafür brauchen wir keinen Computer, du Genie. Ein Satz guter Ohren reicht da völlig aus. Da. Hab den gesehen. Am Fenster. Da. Feuer, Skipper. Sehr schöner Schuss, Skipper. Schüsse, Schüsse. Wir haben Ohren, Skipper? Nein, ich kann riechen, was du sagst. Wir haben Nasen, Skipper? Klar haben wir Ohren. Ich wünschte mir, ich hätte keine. So, haben alle gegessen und getrunken? Ja, Skipper. Ei, Skipper. Prima, dann kann es ja weitergehen. Sprung, Männer, Sprung! Der Trampel. Auf Richtung Haft. Ah, Männer, das ist der Klang von Ruhm und Ehre. Ruhm und Ehre. Das ist Musik in meinen Ohren, Skipper. Ehrlich? Nein, eigentlich nicht. Ich wollte bloß was Männliches sagen. So, da vorne ab ins Gebüsch. Klopfe ich mal an den Himmel und lausche dem Klang. Was bedeutet das, Skipper? Ich habe keine Ahnung. Das hat der Typ von Tron Legacy gesagt. Und ich fand's cool. Da läuft einer, Skipper. Ein Scaffling. Nur ein Scaffling. Da wird geschossen, Sir. Hoffentlich schießen sie sich tot. So, Männer, wir stürmen vor. Sehr stürmisch sieht das aber nicht aus, Sir. Kowalski. Deine Bemerkungen sind nicht hilfreich. So, ist das stürmisch genug für dich? Oh, Sir, Schritte. Ich hör's. Da war er.
Der denkt auch, ihm gehört die Welt. Er legt sich schon freiwillig hin. Links waren noch Schritte, aber ich weiß nicht wo. Auf dem Hafengelände wahrscheinlich noch. Warum sind die auch immer zu zweit, Skipper? Frag mich doch nicht sowas, kleiner Mann. Die sind immer zu zweit. Wir sind immer allein. Scheiß, wir können hier nicht mal looten. Komm, einfach laufen. Oh, Tatsache, es wird geschossen, Männer. Drüber. Hopp. Au. Oh, es pfiff an uns vorbei, Sir. Ich hab's gehört. Lauft! Der rettende Ausgang, Männer. Gleich haben wir es geschafft. Ui. Gleich sind wir raus. Da läuft der Spießgeselle, Männer. Er ahnt noch nichts von seinem Glück, Sir. Ich weiß. Das zögern wir auch noch eine Weile hinaus. Vorfreude, Männer. Bam! Bam! Männer, was hat er ausgehalten? Ich weiß es nicht, Sir. Er war aus Stahl. Wo ist er hin? Er baumelt da oben. Scheiße. Ey, ich meine, Mist, Männer. Wie lohnen wir ihn? Da, eine helfende Hand, Sir. Eine helfende Hand? Mann! Da, jetzt. Da läuft einer. Ich hab's gesehen, Männer. Hallo? Er lebt noch, Sir. Ja, ich hör's. Er schießt auf uns. Da! Schöner Schuss, Sir. Danke, Kowalski. Zur Belohnung gibt's Essen. Auf zur Villa, Männer. Aber Vorsicht. Nicht, dass uns einer überrascht. Da läuft einer, Sir. Oh ja. So, den ziehen wir ab, Männer. Und hopp. Oh. Oi, wieso schießt er auf uns, Sir? Keine Ahnung. Wir haben ihm nichts getan. Aua. Aua. Au. Da ist er. Mann. Jetzt ist er tot, Sir. Ja, zum Glück. Er hat uns ordentlich eine reingeprezelt. Unser linker Flügel, rechter Flügel ist weg. Keine Schlüssel da, Sir. So ein Unglück, Männer. So ein Unglück. Da kommen welche, Sir. Ich sehe es da hinten. Mist. Zwei Leute, Sir. Ja, ich weiß. Was machen wir, Männer? Was machen wir? Da. Da gucken sie wie die Orgelpfeife um die Ecke. Wir flankieren sie, Männer. Wir teilen uns auf. Aber du. Oh. Oh. Sie schmeißen schweres Geschoss durch die Kante. Mann. Oh. Oh. Sie haben uns getroffen, Sir. Ja, wir laufen. Sicherheit geht vor. Wir haben sowieso nur Fahrkarten geschossen. Sie toben sich noch aus, Sir. Ja, lass sie. Sie glauben, wir sind noch auf dem Gelände. Großes Flächenbombardement. Sie geben Vollgas, Männer. Ja, Sir. 110%.
Für nichts und wie immer noch. Alter, wie viel haben die mit? Oh. Kleiner Primate, was für dich? Fisch. Oh, das ist lecker so. Aber den kriegst du nur, wenn du einen Kill machst. Ich habe keine Waffe so. Also wird das mit den Fischen wohl nichts. Schade. Schön, der Tresor gehört uns, Männer. Labt euch. Wir hätten vielleicht einen Rucksack mitnehmen müssen, so. Ja, das weiß ich jetzt auch. Oh. Oh. Habt ihr was gehört, Männer? Männer, meine ich. Da wollen wir uns den Arsch aufreißen. Er hat einen Rucksack, Sir. Ganz wunderbar. So kommt das Glück zu jedem, der warten kann. Können wir den Tresor leer räumen? Oh ja. Warte, die Beste noch. Wir schmeißen unsere weg. Dann kriegen wir sie wieder.